geschmissen. Das hat das überstanden, obwohl das über eine Minute in flüssiger Stärke gesteckt hat. Danach habe ich über eine Stunde gebraucht, das wieder sauber zu kriegen. Das Krasseste ist, dass das Nordia immer noch funktioniert. Das Ding ist unzerstörbar. Das habe ich selbst ausprobiert, indem ich das in die Bärenfalle geschmissen habe. Habe versucht, die mit glühendem Messer durchzuschneiden. Das ging danach trotzdem. Viele von euch haben mit Likes abgestimmt, dass ich mit einer 24 Kilo Kugelhantel das Nordia zerstören soll. Ich bin selbst neugierig, ob das funktioniert. Wie immer nehmen wir ein Nokia, das nach dem Crashtest immer noch funktioniert, und kleben die mit Heißkleber an das Holzblock. Viele haben in den Kommentaren geschrieben, dass es unmöglich ist, das Nokia so zu zerstören. Ich soll das lieber hinlegen. Ich bin der Meinung, dass es so auch keine Chance hat. Wir können gerne mal abstimmen. Oben rechts draufklicken und mit abstimmen. Ich bin gespannt, wer von euch recht hat. Aber nicht nachgucken, Leute, sonst macht das keinen Spaß. Ich bin der Meinung, dass das Nokia platt wird. So Leute, wir sind ganz oben und haben den besten Winkel ausgerechnet. Ich denke, wir treffen gleich beim ersten Mal. So, los geht's, flieg! Was ist das? Schaut, das Nokia ist noch ganz. Ich verstehe einfach nicht wie. Ich habe nachgeschaut. Ja, die Kugelhantel hat sich gedreht, aber dennoch hat die das Nokia mit voller Wucht erwischt. Wir bauen das wieder zusammen und schalten das an. Na, komm schon. Ja, ich habe es gewusst, das funktioniert. Es ist unmöglich, das zu zerstören. Es erklärt sich, dass wir jetzt nicht aufhören und das Experiment fortsetzen. Wir legen das dieses Mal hin und testen, ob das das Ende ist. Das ist heftig. Ich hoffe, dieses Mal habt ihr keine Fragen. So, wir suchen nach Bauteilen. Leute, wir haben alles gefunden und haben das in Slow-Mo angeschaut. Ja, wir haben die Ecke erwischt und das Nokia sprang weg wie ein Sektstopsel. Davor haben wir das schon mit Sekt ausprobiert. Da erwischte die Kugelhantel auch nur ganz leicht die Flasche, aber durch die Masse von 24 Kilo platzt die Flasche auf. Und ihr wisst, wie dick so eine Flasche ist. Und so ein Schlag hat das Nokia überlebt. Ach ja, die ist auch nicht aus China, wie viele sagen. So Leute, wir haben noch eine Chance. Geben uns richtig Mühe und treffen das Ding. Schreibt mir in die Kommentare, wird das kaputt gehen? Oder nicht? Das ist unglaublich! Die Kugelhantel hat die Nokia zerstört, völlig zerstört. Das hat keinerlei Chance. Hier liegt ein Teil vom Gehäuse oder was davon auch übrig geblieben ist. Das Rest können wir nicht finden. So weit flog das weg. Schaut, was mit Akku passiert ist. Das Akku wurde geteilt. Ah, das ist heiß. Gut, dass es nicht brennt. Fest steht, Leute, dass das Nokia fast unzerstörbar ist. Zwei heftige Schläge haben ihr keinen Schaden zugefügt. Nur das richtige Treffen mit flacher Seite der Kugelhantel hat das Ende gesetzt. Ich bin echt überrascht und glaube wirklich an das Unsterblichkeit dieses Handys.
Like das Video, Leute, wenn ihr Waffeleisen aus Nokia sehen wollt oder ob das Nokia ein Feuer aushält. Abonniert meinen Kanal, Leute, um kein Video zu verpassen und bis bald!